Jo Leute, willkommen zu einem neuen Video. Heute bin ich mal nicht alleine, wie sonst eigentlich immer, sondern heute mit dabei ist ein Gast. Wer ist denn hier auf dem Gamingstuhl? Hi, was geht? So sieht man sich wieder. YouTube. Ja, manche kennen ihn, manche wahrscheinlich nicht. Und das ist mein kleiner Bruder. Willst du dich kurz vorstellen irgendwie so? Ja, wie ihr wisst, also manche Zuschauer noch von früher, ich heiße Kian, ich bin jetzt momentan 9 Jahre alt. Ja, und... Ja, willst du noch irgendwas über dich sagen? Und ich mag Basketball. Er mag Basketball. Weißt du eigentlich, was wir heute machen werden? Fortnite spielen, ne? Ja, und was machen wir? Also klar spielen wir Fortnite. Ja. Und wir machen ja noch so eine kleine Challenge. Was machen wir? Leute, die Challenge, die heißt, ein Kill 500 Euro. Die meisten. Ja, also ich habe ihm schon gesagt, was wir machen werden. Ja, ich war vorhin noch bei der Bank, bisschen Geld holen. Hast du eigentlich schon mal Fortnite gespielt? Ja, also ich habe ihm heute das erste Mal das Spiel gezeigt. Es gibt ein großes Problem, seine Hände sind ziemlich klein, also guckt euch mal seine Hand im Vergleich zu meiner an. Deswegen konnte er gar nicht auf meinem Controller spielen, hier auf dem Elite V2, sondern so einen PlayStation Scuf Impact Controller gegeben, weil die Sticks sind dann näher beieinander und das ist für ihn einfacher zu bedienen. Ja, also wie gesagt, er hat jetzt in Fortnite vielleicht eine Stunde Spielzeit, weil ich ihm erstmal natürlich so die Basics ungefähr erklären musste, wie überhaupt das Spiel funktioniert. Vielleicht mal dein Kaugummi raustun, das nervt ein bisschen, wenn du die ganze Zeit drauf rumkaust. Also Leute, ihr braucht jetzt nicht zu erwarten, dass er hier irgendwie 10.000 Euro mitnimmt und 20 Kills hier irgendwie macht. Aber ich habe jetzt auch extra einen neuen Account erstellt, weil also gegen die Spieler auf meinem Account hätte er halt gar keine Chance. Ja, ich weiß, wenn man hier einen neuen Account erstellt, sind auch viele Bots, aber ich glaube, das ist dann auf seinem Level. So, hast du noch was zu sagen? Was muss man hier machen im Itemshop? Genau. Guck mal rechts unten, was steht da? Untersch- was muss man hier eingeben? Jo Leute, ihr wisst was ja. Was muss man hier eingeben? Creator Code ArianFM. Checkt's aus. Ja, also ganz wichtig natürlich nicht vergessen, Creator Code ArianFM. Und ja, ich würde sagen, wir gehen in die erste Runde. Let's go. Wir hatten gerade noch ein bisschen Soundprobleme, deswegen haben wir die Runde nochmal neu gestartet. Also man hat den Game Sound nicht gehört. Also ich habe die Todzone sehr hoch gestellt und die Empfindlichkeit, also die Sensi, ziemlich niedrig, damit es, also ich habe es halt ein bisschen auf ihn angepasst. Hier, erstmal die Karte. Wo willst du landen? Ja gut, alles ist noch grau. Guck einfach mal lieber hier. Aber krass, er hat direkt gelernt auf jeden Fall, wie man runterfliegt. Also wenn du irgendwas nicht verstehst, dann kann ich dir noch dabei helfen. Aber wenn du jetzt zum Beispiel kämpfst gegen einen Gegner und ich dir dann helfen soll und du ihn wegen meiner Hilfe tötest, dann gibt's keine 500 Euro. Also du musst die Kills schon selber machen. Ja, eigentlich kannst du mir direkt 500 Euro geben. Wow, wie abgehoben. Da ist eine Waffe auf jeden Fall, da ist eine Pistole. Also, erstes Mal hole ich mir diese Pistole. Waffe mit diesen. Wie heißen die? Bomben. Oh, es ist so. Leute, es ist so schwierig, diesen blauen Punkt zu treffen. Das ist so, eigentlich ist es nicht so schwer. Also, Aim ist halt, muss man ganz ehrlich sagen, ziemlich Katastrophe noch bei ihm. Ja, es liegt einmal daran, dass halt seine Hand noch so klein ist und dass er noch nie so wirklich ein Game gespielt hat. So, warte, was ich noch gar nicht gesagt habe. Wir machen 3 Runden, oder? Würde ich sagen. Ja. Ja, 3 Runden und alle Kills von da zählen halt dann zusammen. Guck mal, ob du noch irgendwie am besten eine gute Waffe findest, ein Schild. Ja. Warte, das kannst du abbauen. Dann kriegst du da diese Kartons da links und rechts. Ja, öffne mal den Karton da. Da unter den. Du musst nach unten schauen. Ja, reicht. So, und jetzt kannst du da runterschauen, ob da noch irgendwas ist. Unten im Gebäude. Ja, die läuft da runter. Ja, ist schon gut, wenn du noch eine Shotgun findest. Warum nur graue Pistolen? Vielleicht hast du in der Kiste Glück. Öffne mal die Kiste da. Runterschauen, runterschauen. Genau. Ah, okay, das ist jetzt nicht so die wahre Kiste. Das kannst du noch abbauen. Ja, genau, jetzt hast du noch einen Biggie. Das Ding kannst du trinken. Nach rechts wechseln. Guck mal, nach rechts. Du musst nach rechts wechseln, damit du es aufheben kannst gegen die Waffe. Ja. Jetzt, ja, einfach raus. Einfach raus. Da wäre schon der Ausgang gewesen. Ja, du solltest schon langsam in die Zone. Also diesem Strich da einfach auf der Karte entlang. Weißt du? Da war noch eine AR links. Ja, die statt die Pistole. Wechsel einmal nach rechts. Im Dreieck. Genau. Ja, bringt nicht so viel. Nimm einen und geh schnell weiter. Du brauchst halt unbedingt eine Shotgun. Wäre schon gut. Guck mal, ja, eine Pumpgun. Eine Schrotflinte. Da vorne im Haus vielleicht. Im Holzhaus. Da ist einer, da ist einer. Links. Ja? Ja! 100 Euro, meine ich.
Eins, zwei, drei, vier, fünf. Hier in deiner Tasche. Das war ja echt. Okay, der Kill war schon fast geschenkt. Du brauchst eine AR noch am besten. Nee, das war ein krasser Kill. Respekt. Da oben wäre auch noch eine Kiste. Bau mal den Boden über dir ab. Spitzhacke. Was? Linken Stick reindrücken. Okay, vergiss es einfach. So, jetzt musst du einfach gerade in die Zone, weil guck mal, hinter dir kommt der Sturm. Einfach straight nach vorne. Den Biggie kannst du nehmen. Hab ich ihn schon? Nein, du musst wechseln erst auf eine Banane oder so. Wechseln eins nach links. Und jetzt Dreieck. Genau, jetzt kannst du ihn trinken. Nein, du hast jetzt wieder die Banane genommen. Guck mal, du musst immer das anschauen, was du nehmen willst. Und dann, oh, was, hier ist einer. Du musst spielen. Der ist da. Das geht erstmal zurück aus dem Bauplan. Ja. Spring. Baus halt ab. Jetzt rechts von dir ist er. Zur Waffe wechseln. Genau, und da vorne ist er. Erst zielen und dann schießen. Anvisieren. Nee, zielen. Schon zielen. Du weißt, da zielst du und dann rechts schießt du. Wo ist er denn? Der ist da irgendwo. Guck vielleicht. Nee, da nicht. Guck rechts. Der wird da irgendwo sein. Da ist er. Ich einfach irgendwo hinschießen. Nee, halt das gedrückt halten und auf ihn zielen. Nicht noch näher gehen, sonst bist du tot. Du hast nur 71 Leben. Das ist aber nicht, was machst du? Du musst ihn noch, der hat kein Schild mehr. Der ist gleich tot. Ja, jetzt noch zweimal musst du ihn treffen. Zwei, dreimal. Andere Waffe. Du bist tot. Auf ihn zielen. Erst auf. Das ist absolut verkackt. Alter. Guck mal, du musst ganz langsam spielen. Nicht einfach irgendwas drücken. Du musst zielen, schießen und erst wenn du auf ihm bist, dann schießen. Du darfst nicht einfach irgendwas drücken. Egal, nächste Runde. 500 hast du ja schon mal. Was willst du dir dann eigentlich mit dem Geld kaufen? Was weiß ich. Oder willst du sparen? Sparen. Also. Nee, Spaß, Alter. Ich kaufe mir einfach eine ganze Fortnite. Fortnite-Welt, du meinst den PC? Ja. Streng dich an, weil wenn du jetzt stirbst, dann hast du nur noch eine Runde. Und das ist scheiße. Da vorne ist ein Lama, guck mal, da vorne ist ein Lama. Oder? Nee. Ja, siehst du es. Da liegen, da ist kein Lama. Da. What the fuck? Da. Ah. Da ist eins. Vielleicht wäre es besser, erstmal Waffen da irgendwie zu holen. Lama, lecker. Schlag es einfach. Ja, du musst es nicht. Gewalttätiger Arensch, der sagt einfach so. Du schießt Leute an. Das ist nicht gewalttätig, oder? Jetzt nimm das schnell und lauf den Berg hoch. Geh zwei nach rechts. Nein, nach zwei nach rechts wechseln. Schau nach unten und jetzt drück auf Schießen. Nochmal. Ja, dann benutzt du halt die Saufpacks und kriegst Leben. Verstehst du? Ja, doch. Im Haus, guck mal, da muss einer sein, weil da was abgebaut wurde. Das heißt, vielleicht im Haus irgendwo. Hörst du einen? Ja! Ja? Wo? Du musst den Strich lang laufen. Ja, jetzt machst du es plötzlich, wenn da Gegner sind, okay? Ich noch mal um. Da. Geh eins nach links, Sturmgewehr, drück eins nach links. Wechseln, ja, und jetzt ziel auf ihn. Nee, erst zielen. Das gedrückt halten. Zielen. Ja, da links. Erst schießen, wenn der Punkt auf ihm ist. Da ist er nicht, der ist da nicht. Der ist da links. Links, da. Ich weiß schon. Was machst du? Da ist doch keiner. Warum schießt du einfach? Der ist doch da, vor dir. Ziel doch. Da links, da ist noch einer, pass auf. Nimm Schrotflinte. Nein, geh nach links. Auf gar keinen Fall die anschießen. Geh nach links, geh weg. Mach schnell, bau dich ein. Dreh dich um. Soll ich dir kurz helfen? Ich mach auch keinen Kill. Du bist tot, du hast 20 Leben. Das habe ich mir da am Ende angeschaut gerade. Egal. Schlecht. Ich sag euch ehrlich, es ist wirklich sehr anstrengend, alles zu erklären und zuzuschauen für jemanden, der noch nie Fortnite gespielt hat. Das ist wirklich absolut anstrengend. Ja, da würde ich landen einfach. Ja. Du brauchst auf jeden Fall ein Sturmgewehr, da ist ein Sturmgewehr, ja. Hey Leute, jetzt bauen wir mal. Oh, das ist sehr gut. Eine grüne Tag. Minis. Oh, das ist Kiste anschauen. Ja. Ey,
warte mal, da ist ein Lambo. Nimm einfach den Lambo. Ja, steig ein. Weißt du, wie man fährt? Kannst, guck mal, nee, du musst mit dem Stick kannst du rechts, links, verstehst du? Warte, hier hast du einen Slurp Truck, den kannst du abbauen, dann kriegst du Leben. Was machst du da? Ey, hier flexen vor den Zuschauern oder was? Dass er zwei Treppen bauen kann. Da vorne ist wieder so ein Boss drin, den auf gar keinen Fall anschießen, okay? Weil sonst bist du direkt tot. Du hast schon eine Schrotflinte, das brauchst du nicht. Die ist aber doch Gold. Nein, das ist kein Gold, das ist grau. Ich weiß auch nicht warum, aber er verwechselt immer grau mit Gold. Wahrscheinlich, weil es so ganz leicht Gold schimmert. Aber wenn es Gold ist, dann wirst du schon erkennen. Jetzt musst du nach rechts ein bisschen, wegen der Zone. Ah ja, stimmt. Ah, ich hätte dann noch eine Frage, Leute. Schreibt es in die Kommentare, was ist eigentlich eure Lieblingswaffe in Fortnite? Meine ist diese Shotgun, oder wie die heißt. Die ist richtig nice. Die Tag? Die grüne, die du hast? Ja, die grüne, ja. Ja, die ist gut, auf jeden Fall. Nice. Aber es gibt auch noch geile Waffen. Da ist einer, Bodchen! Du baust nicht mal ein. Willst du die haben? Nein. Okay. Gegen Granaten würde ich sie vielleicht sogar umtauschen, weil du wirst dich, also, glaube ich, eher selber in die Luft sprengen als ein Gegner. Und was man immer macht, man guckt sich einfach ein bisschen um, ob man vielleicht, also wenn du jetzt zum Beispiel nach rechts schaust und dann zufällig da ein Gegner vorbeiläuft, dann weißt du, dass da ein Gegner ist. Also man guckt, ja, nicht stehen bleiben, weil du kannst auch gesniped werden. Und man bleibt immer in Bewegung, verstehst du? Es wird auch langsamer Zeit für den Gegner. Die trauen sich nicht gegen den King anzutreten. Ja. Ich glaube, die haben echt einfach Angst vor dir. Da sind die Bots, da würde ich nicht hochgehen. Also da links den Berg auf gar keinen Fall hoch. Oh, die Bots, die sind schön. Ja. Epic Games. Sogar ein 9-jähriges Kind hat verstanden, dass die Bots einfach Dreck sind. Stimmt's? Ja. Mach die raus. Schüsse! Was denn? Schüsse? Wo? Da ist, glaube ich, einer vorne. Ja, warte, ich würde erstmal die AR. Eins nach links wechseln. Sturmgewehr. Jetzt guck. Du musst dich immer umgucken. Du musst den rechten Stick immer benutzen, um dich umzugucken. Ah ja, da hinten. Das ist noch ziemlich weit weg. Du musst. Nee, mit der Waffe musst du schon richtig zielen. Oh, ja, schön. Du kannst Granaten werfen. Wechsel zweimal zu Granaten. Jetzt nochmal. Werf dahin, nach rechts. Ja, werf. Jetzt wechsel wieder zu Shotgun, ja. Jetzt schieß. Auf ihn. Jetzt, ein Schuss drin. Oh! Krass, das war wirklich krass. Kann man nichts sagen. 1, 2, 3, 4, 5 Scheine noch drauf. Ja, jetzt wirst du gesniped. Du brauchst eine Shotgun auf jeden Fall. Ey, guck mal, du musst dich auf jeden Fall bewegen, damit du nicht gesniped wirst. Hier eine Shotgun. Links. Der ist da links. Der kommt da aus der Zone. Der ist da. Ziel. Shotgun, eins nach rechts wechseln. Würde ich sagen. Jetzt zwei nach links. Kugel da anschießen. Hinter dir. Oh! Ey, du bist jetzt bei 1500 für ein 9-jähriges Kind. Das ist schon nicht wenig. Also wenn ich überlege, mit 9, da habe ich immer halt gespart, Taschengeld und so. Ich habe mich voll gefreut, dass ich über 100 Euro hatte. Ich habe mich ziemlich krass gefühlt. Alter, Leute, ich hatte davor auch so wenig Geld. Ne? Das ist eine gute Waffe. Nee, du hast sie doch schon in blau. Das ist die gleiche Güte. Kian, grau ist grau, gold ist gold. Weißt du, wie du Waffen nachlädst? Dreieck. Ja. So, jetzt musst du in die Zone gehen, die kommt jetzt in 5 Sekunden. Ja, einfach den Strich entlang. Da links ist einer, aber schieß da noch nicht auf ihn. Weil du musst sowieso in die Zone. Warte noch ein bisschen. Oh, da oben sind die Bots, geh da nicht hoch. Geh links lang, geh da lang. Ja, geh die Straße da entlang. Woher weißt du, dass da Bots sind? Weil ich das Spiel nicht zum ersten Mal spiele. Die dreckigen Schweine, nee, Spaß. Hey Leute, kennt ihr Star Wars Episode 3, Revenge of the Sith oder auf Deutsch die Rache der Sith? General Grievous, der hat so Wagner-Wächter, das sind die Wächter von ihm, das sind Droiden und die sehen wirklich exakt gleich aus wie die Borgs. Ne? Wenn ihr überhaupt Grievous kennt. Coole Story. Ja, weißt du was, wenn du den epischen Sieg holst, dann lege ich auch nochmal einen 500er drauf. Nice. Da musst du erstmal gewinnen, ne? Ja,
ich gewinne. Ey, Leute, lasst ein Like da, wenn ich gewinnen soll. Ja, okay. Das hier mit gelandet. Nein, das ist ein Ballon. Oh, scheiße. Da kannst du dich da hochbauen? Versuch dich mal da hochzubauen. Links. Ja. Treppe, nach oben schauen, nach oben schauen. Springen. Nee. Warte. Du musst immer ein bisschen anders machen. Es leben nur noch drei Leute. Du musst jetzt auch, ich würde auf Kills jetzt auch ein bisschen gehen. Weil wenn da nur noch einer lebt, dann hast du auch nur noch einen Kill. Desto mehr Kills du machst, desto mehr kriegst du natürlich auch. Guck mal da links, ob du irgendwo einen siehst. Da in der Stadt ist auf jeden Fall safe einer. Oh, einer ist getötet worden. Jetzt sind nur noch zwei Leute. Nein. Oh nein, wie schlimm. Zwei Treppen hoch. Jetzt bau dich mal hoch. Guck mal. Ich glaube, ich hab's. Du musst nur den Kreis drücken und dann bist du. Ja, jetzt. Bau. Ja, und jetzt lauf. Nein, nicht. Okay. Editiert. Du weißt doch, wie man auch editiert. Jetzt komm. Ja. Und jetzt noch weiter editieren. Du musst da unten noch mehr rein. Ich vergiss es. Jetzt die Treppe. Komm, das schaffst du jetzt. Ja. Und jetzt einfach Bauplan weg. Und jetzt. Genau. Stark. Also ich denke mal, nächstes Jahr oder wann auch immer der nächste Fortnite World Cup ist, das wird das erste Mal sein, dass ein Neunjähriger mitmacht, ne? Das ist ein Arsch. Das ist Spaß. Ey, es lebt nur noch einer. Also du kannst jetzt, wenn du ihn killst, dann kriegst du 1000. Weil das ja dann noch der Win ist. Der ist links von dir. Nein, dreh dich um. Hinter dir. Hinter dir. Okay, du bist eh tot. Ja, da. Bau was. Ja. Schade. Drei Kills. Hier. Drei Kills. Bist du zufrieden? Mehr als zufrieden, ja, das ist doch gut. Hätte natürlich auch mehr sein können, natürlich, aber ja. hätte auch schlechter laufen können. Jo, auch schlechter laufen können. Also du musst aber echt auf das Geld aufpassen, ne? Also, ja, du weißt ja schon, wie du es machst. Ja, ich würde sagen, das war's mit dem Video. Ja. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Falls ja, könnt ihr gerne ein Like da lassen. Ja, und falls ihr ihn öfter mal sehen wollt, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Hast du noch irgendwas zu sagen? Ja, auf jeden Fall lasst ein Abo da, checkt ihn auf Instagram aus und ja, sehen wir uns mal wieder. Peace. Ciao.